Haben Sie sich jemals um 3 Uhr morgens dabei erwischt, wie Sie an die Decke starren und darüber nachdenken, wie Sie die Kraft für einen weiteren Tag aufbringen können? Die meisten von uns haben solche Momente erlebt, in denen das Leben wie ein endloser Sturm erscheint und Sie nur nach einem Leitlicht suchen. Wenn Sie sich in dieser Situation befinden, denken Sie daran, dass Sie nicht allein sind, und hier kommt der Stoizismus ins Spiel. Zuallererst möchten wir unserer stoischen Gemeinschaft herzlich danken, die jetzt über 50.000 Abonnenten überschreitet. Dies repräsentiert über 50.000 Menschen auf der Suche nach Weisheit, Widerstandsfähigkeit und einem Weg nach vorne in schwierigen Zeiten. Es ist nicht nur eine Zahl, es ist ein Zeugnis unseres gemeinsamen Strebens nach einem besseren Leben. Für diejenigen, die neu auf unserem Kanal sind oder es noch nicht getan haben, klicken Sie bitte auf die Benachrichtigung-Glocke und abonnieren Sie. Warum? Weil wir tief in 8 stoische Lektionen eintauchen werden, die die Kraft haben, schwierige Tage in Meilensteine zu verwandeln. Wie immer, für diejenigen, die wirklich die Kraft suchen, sich durch die schwierigsten Tage durchzusetzen, stelle ich eine Herausforderung: Schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an und zeigen Sie Ihre unerschütterliche Entschlossenheit, auch wenn es schwierig wird. Bevor wir beginnen, würde ich es schätzen, wenn Ihnen das Video gefallen hat, können Sie mir helfen, die stoische Philosophie weiter zu verbreiten. Wenn Sie nicht abonniert sind, empfehle ich Ihnen, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Videos verpassen. Erstens. Akzeptiere den gegenwärtigen Moment. Hast du jemals diese Momente erlebt, in denen das Gewicht der Welt auf dich zu lasten scheint, sei es durch drohende Fristen oder den stechenden Schmerz eines kürzlichen Kreuzschmerzes? Diese Momente können überwältigend sein, als ob du das gesamte Universum auf deinen Schultern jonglierst. Aber hier ist das Geheimnis: Die Kraft, diese Herausforderungen zu überwinden, liegt im gegenwärtigen Moment. Es ist erstaunlich einfach, sich in den Ängsten von morgen oder dem Bedauern von gestern zu verfangen, während der gegenwärtige Moment, der einzige, über den du echte Kontrolle hast, dir durch die Finger gleitet. Wie der berühmte stoische Philosoph und römische Kaiser Marcus Aurelius treffend bemerkte: Du hast Macht über deinen Geist, nicht über äußere Ereignisse. Erkenne dies, und du wirst Stärke finden. Diese Worte sind keine bloßen poetischen Gedanken, sie sind eine Aufforderung zur Tat. Sie dienen als tiefgreifende Erinnerung daran, dass, während externe Umstände oft unserer Kontrolle entgehen, unsere Reaktionen und Entscheidungen fest in unserer Hand liegen. Indem wir uns im gegenwärtigen Moment verankern, können wir Entscheidungen treffen, die mit unseren Kernwerten harmonieren. Diese bewusste Handlung ermöglicht es uns, inmitten der stürmischen Strömungen des Lebens eine Oase der Gelassenheit zu finden. Also, das nächste Mal, wenn du kurz davor bist, überwältigt zu werden, atme tief durch und verankere dich im gegenwärtigen Moment. Spüre die kühle Berührung der Luft um dich herum, höre die Symphonie der Geräusche und erinnere dich daran, dass die Kraft, die du suchst, im Hier und Jetzt liegt. Indem du den gegenwärtigen Moment annimmst, überlebst du nicht nur die schweren Tage, du gedeihst in ihnen. Mit jedem flüchtigen Moment erschaffst du eine Festung der Widerstandsfähigkeit, pflegst die Wurzeln der Weisheit und schmiedest die unnachgiebige Stärke, die nötig ist, um allen Herausforderungen zu begegnen, die vor dir liegen. Zweiter. Übe Dankbarkeit. Im Wirbelwind unseres täglichen Lebens, wenn wir von einer Aufgabe zur nächsten hetzen, ist es allzu leicht, sich auf das zu konzentrieren, was uns fehlt, die verpassten Gelegenheiten, die uns ähneln, die schwer fassbaren Wünsche, die gerade außer Reichweite liegen, und die riesigen Herausforderungen, die unüberwindbar erscheinen. Aber inmitten dieses hektischen Daseins gibt es eine einfache, aber tiefgreifende Praxis, die die Kraft hat, unsere Perspektive zu verändern und selbst die dunkelsten Tage zu erhellen: Dankbarkeit. Dankbarkeit ist das Leuchtfeuer, das uns durch die Stürme des Lebens führen kann. Es lädt uns ein,
einen Moment der Reflexion einzulegen und die Fülle des Guten in unserem Leben anzuerkennen. Es ist nicht nur ein flüchtiges Gefühl, sondern die Grundlage, auf der wir eine unerschütterliche Widerstandsfähigkeit gegenüber den Stürmen des Lebens aufbauen können. Seneca, einer der Leuchttürme der stoischen Philosophie, drückte diese Haltung mit Eleganz aus, indem er sagte: Wahres Glück besteht darin, die Gegenwart ohne ängstliche Abhängigkeit von der Zukunft zu genießen. Diese Weisheit unterstreicht die Vorstellung, dass authentisches Glück nicht aus einem unersättlichen Hunger nach mehr stammt, sondern aus der tiefen Wertschätzung dessen, was wir bereits besitzen. Sei es die Wärme, die aus dem Lächeln eines Freundes strahlt, das Heiligtum innerhalb der Wände eines geliebten Zuhauses oder die tröstliche Einfachheit einer Tasse Tee, es gibt immer etwas, wofür man dankbar sein kann. Dankbarkeit erstreckt sich jedoch über die Freuden des Lebens hinaus, sie hat die bemerkenswerte Fähigkeit, Anmut selbst in den Tiefen unserer Kämpfe zu enthüllen. Jede Herausforderung, der wir begegnen, mag noch so überwältigend sein, repräsentiert einen möglichen Weg zum Wachstum, ein Klassenzimmer zum Lernen und eine Schmiede zur Bildung unserer inneren Stärke. Daher, wenn der Weg vor uns von Schwierigkeiten gesäumt zu sein scheint, erinnere dich daran, einen Moment innezuhalten und nach etwas zu suchen, selbst wenn es scheinbar unbedeutend ist, wofür du dankbar sein kannst. Diese Praxis mag die äußeren Umstände nicht verändern, aber sie wird grundlegend verändern, wie du die Herausforderungen vor dir navigiert und ihnen gegenübertrittst, oft als der Unterschied zwischen Verzweiflung und Widerstandsfähigkeit. Dritter: Kultiviere innere Stärke. Die Reise des Lebens gleicht oft einer Fahrt auf weiten und unberechenbaren Meeren. Manche Tage sind so ruhig und friedlich wie ein von der Sonne geküsster Horizont, während andere mit sich bringen den heftigen Stürmen, die darauf aus sind, den Kern unseres Wesens zu prüfen. Gerade in diesen stürmischen Zeiten erweist sich unsere innere Stärke als unser wertvollstes Gut. Diese Stärke wird nicht in physischer Kraft gemessen, sondern vielmehr in der Widerstandsfähigkeit des Geistes, der Standhaftigkeit des Verstandes und dem Mut des Herzens. Es ist das leise Flüstern im Chaos, das uns ermutigt, noch ein wenig länger durchzuhalten, uns fest gegen die Böen zu stellen, die uns zu überwältigen drohen. Wie Epiktet, ein angesehener stoischer Philosoph, einst treffend verkündete: Es kommt nicht darauf an, was dir passiert, sondern wie du darauf reagierst. Diese Worte sind ein Leitstern, der uns daran erinnert, dass unsere Reaktionen, geformt von der inneren Stärke, die wir besitzen, die wahren Architekten unserer Reise sind. Externe Ereignisse, ungeachtet ihrer scheinbaren Größe, haben nur dann Macht über uns, wenn wir ihnen diese Autorität freiwillig gewähren. Die Kultivierung eines robusten Inneren ist ein Prozess, der unerschütterliches Engagement erfordert. Es bedeutet, täglich Entscheidungen zu treffen, die Mut und Weisheit verkörpern, kleine Akte der Tapferkeit zu vollbringen und Herausforderungen als Gelegenheiten für persönliches Wachstum zu umarmen. Es geht darum, die zeitlose Weisheit zu suchen, die in unseren Erfahrungen verborgen liegt, und zu erkennen, dass jeder Rückschlag, jede Hürde, tatsächlich eine getarnte Lektion ist, die darauf wartet, entwehrt zu werden. Indem wir diese innere Stärke nähren, rüsten wir uns aus, der Widrigkeiten mit Anmut entgegenzutreten, verwandeln die gewaltigen Hindernisse, die unseren Weg versperren, in Stepping Stones, die zu tiefgreifender persönlicher Entwicklung führen. Es ist entscheidend zu erkennen, dass ein erfülltes Leben nicht durch das Fehlen von Herausforderungen definiert wird, sondern vielmehr durch unsere Fähigkeit, über sie hinauszusteigen, gestärkt durch unerschütterliche innere Stärke, und auf Horizonte zuzusteuern, die wir einst für unerreichbar hielten. Vierter: Übe Geduld. Hast du jemals die bezaubernden Prozesse einer Blume beobachtet, wenn sie aufblüht? Sie eilt nicht, um ihre Schönheit zu enthüllen, sie nimmt sich Zeit, entfaltet jedes zarte Blütenblatt mit Präzision und zeigt ihre Pracht im eigenen perfekten Moment. Auch unser Leben hat einen Rhythmus, ein natürliches Tempo, in dem Ereignisse dazu bestimmt sind, zu geschehen, ganz wie das anmutige Entfalten dieser blühenden Blume.
Geduld geht nicht nur darum, die Zeit vergehen zu lassen, es geht darum, mit einem Zweck zu warten, mit dem bewussten Verständnis, dass jeder Moment seine einzigartige Bedeutung trägt, auch wenn sein Zweck nicht sofort ersichtlich ist. Wie Marcus Aurelius, der stoische Kaiser, einmal nachdachte: Die Zeit ist ein Fluss, eine gewalttätige Strömung von Ereignissen, einmal gesehen und schon an uns vorbeigetragen, und ein anderes folgt und ist verschwunden. Diese tiefe Reflexion dient als ergreifende Erinnerung daran, dass die Zeit mit ihrem unermüdlichen Fluss sowohl Herausforderungen als auch Triumphe in sich trägt. Unsere Ungeduld entsteht oft aus dem Wunsch, diesen Fluss zu kontrollieren, das Gute herbeizurufen und das Unerwünschte zu vermeiden. Die wahre Stärke liegt jedoch darin, anzuerkennen, dass wir die Kontrolle über den Fluss der Zeit nicht erringen können. Vielmehr können wir wählen, wie wir seine Gewässer durchqueren. Geduld geht nicht nur darum, untätig auf die Zeit zu warten, es geht darum, aktiv vorzubereiten, zu wachsen und sich zu entwickeln, während wir warten. Wenn wir Geduld üben, ertragen wir nicht einfach eine Verzögerung, wir machen das Beste aus der Gegenwart, erkennen die Bedeutung in jedem Moment, auch wenn sein Zweck in Geheimnissen gehüllt bleibt. Dadurch positionieren wir uns, um den günstigen Moment vollständig zu ergreifen, wenn er endlich eintrifft. Also, das nächste Mal, wenn du dich ungeduldig fühlst, nimm dir einen Moment Zeit, um über das allmähliche Entfalten der blühenden Blume und den unaufhörlichen Fluss des Zeitflusses nachzudenken. Indem du verstehst, dass dein Moment kommen wird und darauf vorbereitet bist, ihn zu ergreifen, wirst du feststellen, dass das Warten in der Tat jeden Moment der Vorfreude wert war. 5. Verstehe, was in deiner Kontrolle liegt. Das Leben ähnelt oft einer stürmischen Nacht, der Donner grollt, Blitze zucken und der Wind heult, ständig bemüht, dich von den Füßen zu fegen. Du stehst da, den Elementen gegenüber, erkennst, dass du den Sturm nicht befehlen kannst, noch kannst du den Weg des Blitzes diktieren. Was du jedoch tun kannst, ist, eine Kerze anzuzünden, Schutz zu suchen und festzuhalten, was dich am Boden hält. Es geht nicht darum, den Sturm selbst zu kontrollieren, sondern darum zu begreifen, was in deiner Reichweite liegt. Epiktet, ein stoischer Philosoph aus längst vergangenen Zeiten, vermittelte eine Wahrheit, die durch das Zeitalter hindurch nachhallt: Wir können unsere äußeren Umstände nicht wählen, aber wir können immer wählen, wie wir darauf reagieren. Diese scheinbar einfache, aber tiefgreifende Erkenntnis hält den Schlüssel zu einem gut gelebten Leben. Es ist bemerkenswert, wie viel Energie wir verschwenden, indem wir uns über Dinge jenseits unserer Reichweite ärgern, Dinge, die wir trotz unserer blühenden Bemühungen nicht ändern können. Also, was wäre, wenn wir anstatt unsere Energie auf das Unkontrollierbare zu verschwenden, uns darauf konzentrieren würden, was wir beeinflussen können? Unsere Reaktionen, unsere Emotionen, unsere Entscheidungen, das sind die Kerzen, die wir gegen die Dunkelheit anzünden können. Wenn die Stürme des Lebens toben, erinnere dich daran, du hast die Macht zu wählen. Du kannst den Regen nicht stoppen, und du kannst den Donner nicht verstummen, aber du hast das letzte Wort darüber, wie du auf diese Herausforderungen reagierst. Du kannst wählen, im Regen zu tanzen oder Schutz vor dem Lärm zu suchen. Die Erkenntnis dessen, was in deiner Kontrolle liegt, ist zutiefst befreiend. Es ist der erste Schritt, nicht nur die Stürme des Lebens zu ertragen, sondern inmitten von ihnen zu gedeihen. Wenn der Morgen anbricht, wirst du erkennen, dass der Sturm selbst nicht die Geschichte war, es war, wie du dich entschieden hast, ihm zu begegnen, das wirklich zählte. 6. Lerne aus Widrigkeiten. Stell dir einen Schmied in der Werkstatt vor, der sorgfältig eine Klinge geschmiedet. Das rohe Metall, grob und formlos, durchläuft eine Verwandlung durch intensive Hitze und die unerbittlichen Schläge eines Hammers. Mit jedem Schlag wird das Metall schärfer, stärker und raffinierter. Die Widrigkeiten des Lebens teilen eine ähnliche Essenz, denn obwohl sie zunächst rau und unnachgiebig erscheinen mögen, besitzen sie das tiefgreifende Potenzial, uns zu formen
unseren Charakter zu verfeinern und uns zu verbesserten Versionen von uns selbst zu gestalten. Seneca, ein stoischer Philosoph der Antike, verkündete einst: Die Schwierigkeiten stärken den Geist, wie die Arbeit den Körper. Diese Worte, obwohl über Jahrhunderte hinweg, hallen mit zeitloser Wahrhaftigkeit wider. Herausforderungen, Rückschläge und Schwierigkeiten sind keine bloßen Hindernisse auf unserem Weg, sie sind Chancen für Wachstum, Lernen und die Entdeckung von Stärken, die wir nie in uns vermutet hätten. Jede Prüfung, der wir gegenüberstehen, ist im Grunde eine verborgene Lektion, die darauf wartet, entwirrt zu werden. Widrigkeiten zu umarmen bedeutet nicht, aktiv nach Schwierigkeiten zu suchen oder sich am Schmerz zu ergötzen, es bedeutet, den intrinsischen Wert in unseren Kämpfen zu erkennen. Es geht darum, unsere Perspektive zu verändern, von der Betrachtung von Herausforderungen als Lasten, zu der Betrachtung von ihnen als Stufen zu Weisheit und Wachstum. Also, das nächste Mal, wenn du dich mitten in den feurigen Prüfungen des Lebens befindest, beschwöre das Bild des Schmieds und seiner Klinge herauf. Verstehe, dass mit der richtigen Denkweise die Widrigkeit die Kraft sein kann, die dich in ein Meisterwerk formt. 7. Suche nach Weisheit. Weisheit ist kein seltenes Geschenk, das nur einigen wenigen zuteil wird, vielmehr ist sie ein Schatz, der oft offen vor uns liegt und darauf wartet, dass jene ihn mit Mut und Entschlossenheit suchen. Die Tatsache, dass du so weit gekommen bist, dich in diese Lektionen zu vertiefen, spricht Bände über deine ehrliche Suche nach Weisheit. Dein unerschütterliches Engagement für diese Bemühung ist lobenswert und dient als deutlicher Hinweis darauf, dass du auf dem richtigen Weg bist. Der antike stoische Philosoph Seneca, dessen Weisheit die Jahrhunderte überdauert hat, bemerkte einst treffend: Solange du lebst, lerne, wie man lebt. Diese tiefgreifende Aussage ist nicht nur eine Ermutigung, Wissen anzuhäufen, sie ist eine herzliche Einladung, nach tieferem Verständnis zu suchen, kontinuierlich zu hinterfragen, konsequent zu reflektieren und dein Wachstum zu pflegen. Wahre Weisheit geht nicht darum, alle Antworten zu besitzen, es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen und die Demut zu haben, aus Erfolgen und Misserfolgen zu lernen. Die aktive Suche nach Weisheit ist eine Kunst, die ein offenes Herz und einen neugierigen Geist erfordert. Sie beinhaltet mehr Zuhören als Sprechen, mehr Beobachten als Zeigen und die Erkenntnis, dass jede Person, der du begegnest, und jede Erfahrung, die du machst, eine wertvolle Lektion birgt. Weisheit ist kein fester Zielort, sie ist eine dynamische Reise, die die Seele bereichert, den Verstand schärft und den Horizont erweitert. Also, während du diesen Weg weitergehst, erinnere dich daran, jeden Schritt, jede Erkenntnis und jede Offenbarung zu schätzen, denn auf der Suche nach Weisheit ist die Reise selbst die größte Belohnung. Du sammelst nicht nur Wissen an, du knüpfst eine tiefere Verbindung mit der Welt und erwirbst ein tiefgreifendes Verständnis für das komplexe Geflecht des Daseins. Dein Engagement für die Suche nach Weisheit ist nicht nur eine persönliche Reise, es ist eine edle Unternehmung, die nicht nur dein eigenes Leben bereichert, sondern auch die Leben derer, die du auf deinem Weg berührst. 8. Kultiviere Mitgefühl. Hast du schon einmal innegehalten und darüber nachgedacht, welche Kämpfe andere vielleicht austragen, Kämpfe, die hinter ihrem Lächeln oder stillen Blicken verborgen sind? Unsere individuellen Lebensreisen sind einzigartig, jeder gefüllt mit seinen eigenen Herausforderungen und Freuden. Doch teilen wir inmitten unserer persönlichen Kämpfe eine bemerkenswerte Gelegenheit, ein goldenes Band, das uns näher zu anderen weben kann, der tiefe Akt des Mitgefühls. Marcus Aurelius, der große stoische Philosoph und römische Kaiser, teilte einmal eine einfache, aber tiefgreifende Erkenntnis: Was dem Bienenstock schadet, schadet auch der Biene. Dieser Gedanke unterstreicht die tiefe Verbindung aller Lebewesen. Wenn wir Freundlichkeit, Verständnis und Empathie gegenüber anderen zeigen, helfen wir nicht nur ihnen, wir pflegen den gemeinsamen menschlichen Geist. Mitgefühl geht nicht nur darum, Mitleid oder Bedauern für die Missgeschicke eines anderen zu empfinden, es geht darum,
ihren Schmerz zu verstehen, als wäre er dein eigener, und Schritte zu unternehmen, wenn auch nur kleine, um ihn zu lindern. Mitgefühl zu kultivieren ist eine bewusste und absichtliche Anstrengung. Es beinhaltet mehr Zuhören als Sprechen, mehr Fühlen als Beurteilen und mehr Handeln als bloßes Beobachten. In einer Welt, die sich oft gespalten anfühlt, dient Mitgefühl als Brücke, die Herzen verbindet und Wunden heilt. Durch die Annahme dieser Tugend heben wir andere an und finden einen tieferen Sinn für Zweck und Erfüllung in unserem eigenen Leben. Immerhin sind in der großen Tapisserie des Daseins unsere Fäden auf komplexe Weise miteinander verwoben. Wenn wir Mitgefühl haben, wählen wir nicht nur ein reicheres, harmonischeres Design für alle, sondern tragen auch zur kollektiven Heilung und Fortschritt der Menschheit bei. Diese 8 stoischen Lektionen sind nicht nur Worte, sie sind eine Straßenkarte, ein Leitfaden, um deine Widerstandsfähigkeit, Gelassenheit und Entschlossenheit in den herausforderndsten Zeiten zu stärken. Indem du diese Prinzipien konsequent umarmst, wirst du in der Lage sein, ein tugendhaftes und zufriedenes Leben zu führen, selbst inmitten des Chaos und der Unvorhersehbarkeit der Welt. Ich ermutige dich nachdrücklich, diese Lehren in die Praxis umzusetzen und die transformierenden Ergebnisse zu erleben, die sie mit sich bringen. Aufregende Neuigkeiten, wir werden bald eine besondere Ankündigung machen, also bleib dran, damit du nichts verpasst. Wenn dir dieses Video nützlich erschien, gib ihm bitte einen Daumen nach oben, teile es mit deinen Freunden und kommentiere unten mit, ich werde weitermachen, oder, ich gebe niemals auf, um deine Hingabe zu diesen Lehren zu bekunden. Wenn du neu hier bist, abonniere und aktiviere die Benachrichtigungen für weitere Lehren über alte Weisheit. Deine Reise zu Weisheit und innerer Stärke hat gerade erst begonnen, und der Weg vor dir ist erleuchtet von der Brillanz dieser zeitlosen stoischen Prinzipien.